Und weiter geht es mit einer wunderschönen Folge von Nightingale. Wir haben ja in der letzten Folge unseren ersten Boss besiegt und wir sollten jetzt eigentlich auf zu den Portalen. Ich würde aber sagen, wir basteln noch ein bisschen an der Base rum, damit die zu Ende ist. Also damit wir erstmal das alles stehen haben. Wir haben ja noch einige Werkbänke. Wir bauen uns vielleicht mal so ein kleines Lager. Wir schauen uns mal ganz kurz erstmal um. Also Licht. Es fehlt ja auch unbedingt Licht. Habe ich nicht irgendwie Licht gekauft? Gab irgendeine Kerze oder irgendwas? Warte mal. Oder nee, das war wahrscheinlich nur eine Formel, ne? Also so eine, ein Blueprint. Ein Blueprint. Warte mal. Wir könnten doch... wieder so platzieren und uns so ein... so eine kleine Kammer machen. Oder warte mal. So. Könnten wir das hier an die Treppe setzen und dann... nee, das gilt nur fürs Dach. Schade. Ich hätte ganz gerne das zugebaut, um ehrlich zu sein. Jetzt die goldene Frage. Wenn ich jetzt eine Tür baue, ich würde schon ganz gerne so eine kleine Kammer haben. Hat sich das gerade bewegt? Aha, was ist jetzt richtig rum? Egal. Wird schon passen. Oder hier drunter? Warte mal. Dann einmal Lager, 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 Lager. Hauen wir es mal hier hin. Numero uno. Dos. Tres. Quattro cinco. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, drei. Damit wir mal unser Kram hier ein bisschen sortieren können, ne? Jetzt habe ich keine Ressourcen. Pflanzenfasern. Ich müsste doch Pflanzenfasern da haben, oder? Natürlich. Onkel Ray hat alles da. Okay. Dann könnten wir hier vielleicht irgendwie einen kleinen Arbeitsraum machen. Mörserstation. Was gibt es hier noch? Steinmetzbank. Sägetisch. Steinblöcke, Tierfasern. Aha. Stellen wir mal hier so hin. Nee, steht da so im Weg. Ups. Bewegen. Achso. Ja, das ist gut. Stellen den mal hier hin. Oder einfach so. Aber eigentlich müsste das hier offen stehen, oder? Ach nein. Hier ist ja die Kurbel. So. Sieht vernünftig aus. Also der kommt hier hin. Was haben wir hier noch? Schmelzofen kommt hier nicht hin, würde ich sagen. Spindelrad, Fasernknochen, aha. Wie groß ist das Ding? Ich würde sagen, das passt hier ganz gut hin. Stellen wir so ein bisschen schief hin. Zack. Schmelzofen. Platzieren. Ist aber ziemlich klein. Wir hauen den erstmal in die Ecke. So. Hauptsache, wir haben erstmal vor allem etwas. Steinmetzbank. Kommt in den Arbeitsraum rein. Hier oben ist sie richtig. Beide Seiten sind okay, ne? Aber das Drehen ist manchmal irgendwie ein bisschen... naja. Kann man nicht so gut drehen, den Kram. Okay, da haben wir schon mal so einen kleinen Raum. Wir können schon mal Zeugs reinhauen, was ich da habe. Also so gut wie gar nichts. Steine. Ich brauche jede Menge Steine.
Gut, also das haben wir schon mal alles hingehauen. Dann, oh, wir haben noch Verzauberungsfokus. Einfache Werkbank. Die haben wir eigentlich draußen, aber brauchen wir jetzt auch wieder drin. Nähbank haben wir schon. Ja, soweit so gut. Eine Feldstehlampe. Ist aber ziemlich teuer. Feldtischlampe, Wandleuchte. Kronleuchter, eine einfache Kerze. Hä? Wo ist da so ein Lichtsymbol? Wir haben leider keinen Tisch oder so. Können wir es nicht hier einfach hier oben drauf stellen? Wir so ein bisschen Licht hier haben. Wunderbar. Das ist doch schön. Das ist doch mal schön, Leute. Wie groß ist das Ding denn hier? Nee. Wandleuchte. Das ist aber eigentlich eher draußen, oder? Aber egal, Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Licht in der Bude. Nee, aber bitte hier draußen. Innen. Na, immerhin. So, also. Wir haben den ganzen Kram gesetzt. Überleben, bla bla bla. Ich würde sagen, sortieren wir gleich mal den ganzen Kram ein. Wir nehmen jetzt erstmal hier Steine raus, damit wir erstmal den ganzen Kram hier bauen. Wir haben bestimmt noch Zeugs hier, oder? Aber keine Steinblöcke. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich muss nochmal sammeln gehen. Und hier oben, stimmt, hier fehlt ja auch noch, warte mal, Holz. Wir brauchen noch Holz. So, hier kommt mal schnell Holz raus. Okay. Wunderbar. Damit wir schon mal das Dach fertig haben. Und dann hauen wir es da noch in eine Matratze rein. Ganz dringende Geschichte. Aha. Sehr gut, das sollte reichen. Hoffe ich. Ach doch, den können wir sogar auch abbauen. Perfekt. Wunderbar, da gibt es sogar ein bisschen. Nee, doch nicht mehr. Ja. Das nehme ich jetzt noch mit. Gleich sind wir wieder federleicht. Aber erstmal müssen wir rein. Ja, das ist doch alles teurer als gedacht, ne? Ich brauche noch mehr Fasern. Fasern und Steine. Hauen wir mal rein, was wir da haben. Und hier haben wir ein paar Steine noch. Also, ich würde sagen, links kommen mal die ganzen Dinger hier rein. In die hier kommt alles, was Nahrung angeht. Was dann auch schon. Nice. Hier kommen Steine und Barren rein. Hier würde ich sagen Holz und Stöcker. Und hier. Ah, warte mal. Ich würde sagen, hier kommen dann auch die Edelsteine, Erz und so ein Zeugs. Trank der Rast. Und hier ein allgemein Dingens. Erstmal. Das sieht doch gut aus. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann nehmen wir den Kram hier auch einmal raus. Talisman der Essenz. Ja, da wird es gleich doch voll sein, ne? Warte mal, alles, was so mit Leder, Riemen und so ein Zeug zu tun hat, hauen wir hier rein. Das heißt, Fell dann auch. Und das hier ist Filz. Würde ich sagen, passt auch da rein.
Was kommt in die Nahrungskiste? Talisman. Nee, das sind das sind keine Federn. Talisman. Dann kommt das zu diesen Essenzen, würde ich sagen. Was ist das hier? Ich würde sagen, das ist eher hierfür geeignet. Stöcker, Holz und Pflanzen kommen zusammen. Sehr schön. Wir brauchen auch ein Bett. Das würde ich dann hier auf die andere Seite bauen. Ansonsten können wir erstmal da hinten Hayabubu machen. Und hier ist auch noch Zeugs. Sehr viel Zeugs. Und schon wieder voll. Wir können ja erstmal hier noch ein paar Dingens machen. Ja. Warum nicht? Ich gehe mal ganz kurz noch zum Strand. Nee, warte mal. Oh, was ist gerade ein Glühwürmchen? Wir machen es erstmal leer. Obwohl, warte mal, noch ein bisschen hier. Wollen die sammeln? Nö. Oder? Anscheinend nicht. Schade. Oh. So, wir gucken, ob wir noch ein bisschen was verbauen können. Warum laufen die weg? Kommt von da hinten irgendwo. Kann ich einen erwischen? Alles klar. Dann halt nicht. Ja, bloß nicht auf den Kopf fallen, bitte. Irgendwie so ein Gefühl, dass irgendwas gleich kommt. Können wir die eigentlich auch abschlagen? Wird angezeigt, aber geht irgendwie nicht. Irgendwie ein sehr beunruhigendes Gefühl, Leute. Ich bin unterkühlt. Brauche noch mal ein paar Fasern. Ansonsten. Gut, Holz können wir noch reinhauen. Sehr schön. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Licht in der Bude hier. Die kommen auch rein. Kann man auch irgendwie sortieren? Nee. Was war das für ein Geräusch? Bin ich das? Rein damit. Ach hier, warte mal. Zack. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Dann kommen wir auch erstmal da rein. Dann war das meine anscheinend. Er hat so rumgestöhnt. Aber wie kriege ich die Dinger weg? Warum bin denn nur? Aber ich will die weghauen. Oh, okay. Wir müssen das tatsächlich weghauen. Warte mal. Warum ist das hier noch aktiv? Egal. Oh ja, wir können lange Rast. Sehr schön. Dann haben wir direkt wieder einen wunderschönen Tag, ne? Okay. Ich meine, ich habe Platz im Inventar. Wir sollten noch was essen. Können wir das direkt hier so raus essen? Ja. Dann holen wir erstmal ein paar Steine. Ganz wichtige Nummer. Mit Steinen können wir dann schon mal... Aber warte mal, was ist eigentlich mit der Rüstung? Ich glaube, die muss ich auch bald reparieren, ne? Dann können wir unsere Hütte endlich fertig bauen. Oh, was war das denn für ein Lichtspektakel gerade?
Achso, ja. Ups. Das wollte ich gar nicht. Die hier wollte ich. Mit einem Schlag. Der Typ ist Maschine. Der Typ ist einfach eine Wahnsinnsmaschine. Kann es sein, dass hier langsam Steinmangel ist? Das spawnt nicht nach, oder? Oder etwa doch? Nur sehr langsam? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Naja. Wir werden sehen. We will see. We will see. Das ist aber wieder kein... Ich check das nicht. Sieht genauso ähnlich wie die Felsen aus, aber den kann man irgendwie nicht zerhacken. Den hier aber. Der funktioniert. Und der hier auch. Okay. So, noch mal ein bisschen hier Gestrüpp und alles. Aufheben, danke. Da kommen komischerweise drei Holz raus, warum auch immer. Das ist irgendwie so per Zufall, kann es sein. Warte mal, den nehme ich mir noch. So. Okay, dann sollten wir erstmal von allem genug haben. Hoffe ich. Man kann natürlich nie genug haben, aber warte mal. Hab ich hier total übersehen. Weil wenn ich noch ein bisschen Platz habe, ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Komm. Stell dich nicht so an. Ist doch ein Mann. Natürlich nur ein bisschen langsamer unterwegs, aber hey, wir sind ja fast da. Können wir endlich den Kram zu Ende bauen, haben jetzt wenigstens unser kleines Lager. Lagerbereich und so steht leider draußen, würde ich sagen, stört aber erstmal nicht. Wir werden das auf jeden Fall noch nach drin bringen. Und das ist ja eh erstmal unsere erste Hütte. Boah, ich dachte gerade, der hockt jemand, dachte ich erst. Das ist ein Baumstumpf. Ich dachte, so eine kleine, zierliche Person. Ich habe mich kurz erschrocken. Da habe ich mich kurz erschrocken, Leute. So. Aber was fehlt da? Tierfasern 4. Habe ich die? So, den Kram haben wir schon mal. Den Kram haben wir schon mal. Und hier ist auch fertig. Dann können wir jetzt uns endlich mal hier... einen Schlafsack hinhauen. So. Wunderbar. Alles klar. Unsere erste kleine nette Hütte. Was können wir denn hier Schönes noch machen? Also, Docht können wir machen mit Zwirren. Und Zwirren machen wir aus Fasern. Und wir können verbesserte Fasern machen. Ja, dann hauen wir doch direkt mal... Alles voll. Die Produktion direkt mal anschmeißen. So, Gerberei. Warte mal, habe ich überhaupt irgendwie Tierhaut? Wir sortieren erstmal wieder alles ein. Deine. Obwohl, warte mal, Erze. Zinn können wir doch direkt reinhauen, ne? Anzünden. Fahren. Herstellen. Dann können wir auch noch Glas machen. Okay, alles klar. Sehr schön. Ach, das ist schon fertig. Das ging ja schnell. Das ging wirklich schnell. Doch.
Machen wir mal zwei. Okay. So langsam läuft es hier doch, Leute. Langsam haben wir ein bisschen Produktion hier, die am Laufen ist. Wunderbar. Genau. Die wollte ich noch mitnehmen. Hier, warte mal. Muss das aber immer alles aus dem Inventar rausholen. Aber wir haben, glaube ich, kein Fell, ne? Oder warte mal. Habe ich das gerade irgendwie übersehen? Fell habe ich, glaube ich, keins, oder? Dann müsste es hier sein. Doch. Fell. Das Fleisch nehme ich mal, weil wir brauchen also... Besserte Fasern. Hier können wir noch Fasern reinhauen. Sieht's hier aus? Hier dauert's noch. Egal, wir machen erstmal hier. Zack. Also Riemen, Tierfasern. Komm, alle. Fasern kann nicht schaden, dann hacken wir noch mal ein bisschen Holz oder so. Oh ne, Fasern, genau, wir brauchen Fasern, damit wir schön die Produktion einmal richtig anhauen können. Wir sammeln jetzt erstmal wie ein Wilder rum. Damit wir uns ein bisschen vorbereiten, ein bisschen Essen mitnehmen und so, ne? Also ein bisschen Fleisch haben wir eigentlich da, aber auch auf jeden Fall die Rüstung reparieren. Gucken, ob wir noch irgendwas Nettes, Neues craften können, was uns vielleicht weiterhelfen könnte. Und dann würde ich sagen, gehen wir in unsere erste richtige Welt, oder? Ich meine, zur Not kann man sich ja auch immer so ein kleines Lager bauen und so, ne? Das würde ja auch gehen, rein theoretisch. Aber jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen. Ich brauche nämlich ein bisschen Essenz. Und Fasern. Schöne Steine, die geben direkt viel. So, so. Ja, damit. Okay, ich glaube, das sollte jetzt... Warte mal, den nehmen wir mal kurz mit. Der ist schön dünn. So. So, ich würde sagen, das reicht. Wir gehen jetzt zurück. Oh, warte mal. Krieg ich noch einen? Aber egal, einer. Wir brauchen unbedingt Fell. Ich brauche eine bessere... Oh. Bleib hier. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Die verarschen mich doch. Na gut. Na gut. Ich habe verloren. Ich sehe es ein. Aber wenigstens einer. Das ist ja schon mal immerhin etwas... So. Kommen wir uns mal einen rein. Besser als nichts, ne? Besser als nichts, Leute. Also. Hier ist noch in der Mache. Ja, ist fast fertig. Komm, warten wir noch kurz ab. So, dann machen wir... Pilz brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Leder. Und Riemen. Wir machen mal uns schon mal ein paar Riemen. Hellsalbe, gemischte Pflanzen. Nein. Beeren, Fleisch. Wo macht er Brennstoff verwalten? So.
Dann machen wir aus den Resten nochmal hier ein paar Fasern. Kugeln habe ich, glaube ich, genug. Was fehlt hier nochmal? Tierfaser. So. Sägetisch. Bauholz. Mhm. Papier können wir auch machen. Einen Stab. Dafür brauchen wir Bauholz. Bauholz. Wir brauchen jede Menge Bauholz. Ja, warte mal. So. Brauchen wir Holzbündel. Weil dann können wir hier weitermachen mit Bauholz. Besserte Fasern. Machen wir mal alle. Rein damit. Dann wird jetzt erstmal alles eingelagert. Warte mal, die kann ich direkt alle rausnehmen und direkt verarbeiten. So, Steinchen rein. Ja, der will die wieder nicht stacken. Holzbündel. Oh. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Fertig, ne? Warte mal, ich hab doch noch Quarz, oder? Tierfaser? Nein. Die Barren können aber hier rein. Nein, abbrechen. So. Alles klar. Und hier schon fertig. Das ging schnell. Haben wir irgendwie neue Rezepte? Nee, ne? Kopftuch, Stiefel, bababam. Nein. Aber wir haben hier schon mal gutes neues Zeugs. Muss man ja schon sagen. So, dann machen wir nochmal. Zack. Nein. Ach, ich verdrück mich immer. So. Ne, Holz ist hier, genau. Zack. Was habe ich eigentlich hier? Ach, Quarz, Glas, ach so. Aha. Hauen wir dann hier rein. Dort. Packen wir da rein. Und hier können wir direkt mal Bauholz reinhauen. Ach, Tierfasern, warte mal. Da hinten haben wir doch noch. Oh, was mache ich denn hier? Weitere Tierfasern. Okay. Das ist vielleicht fertig, noch nicht. Dann können wir hier nämlich schon mal Finito gleich machen. Wir brauchen keine Tierfasern. Zwirren. Ich muss da ganz viele Fasern reinhauen, damit wir da richtig Zwirren und sowas machen. So. Zwei fehlen da noch. So, was können wir denn hier Schönes machen? Aha. Polierte Koralle. Raue Kugel. Steinpulver. Aha. Wieder neues Zeugs. Sehr schön. Die sieht soweit ganz gut aus. Leider können wir nicht irgendwie sortieren, aber warte mal. Riemen. Haupttier. Aha, das kommt also auch noch auf die Tiere an. Interessant. Und das hier? Primitiver? Beutetier. Ernsthaft? Das müllt mir einfach alles zu. Naja, Leute. Ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.